Hallöle, ich bin's wieder, der Bene von Chiller Games. Es geht weiter mit Pokémon Kristall. Ich wollte im letzten Part einen Schritt, also ich wollte im letzten Part habe ich gesagt, dass ich in diesem Part einen Schritt nach unten gehen möchte. Das mache ich mal. Und noch ein. Nein, verdammt. Ich habe gedacht, ich müsste noch einen Schritt nach unten gehen. Fio! Dieser Ort, er ist aus Viola City. Du hast Falk besiegt. Dem ist so, mein Freund. Dem ist so. Er war ein Hammerkämpfer. Aber jedoch habe ich ihn in einem epischen Fight besiegt, ihn zu Krone gerungen und ihm den Ohren abgenommen und bin dann abgehauen. Superschall, bitte. Auch Crowndy. Crowndy. Auch ein cooler Name. Was soll denn das? Hey, Crowned, Crowned, Crowned. So, Superschall. Mach es verwirrender, als es sonst noch so ist. Ja. Und verletzt sich selbst, genau. Genau das wollte ich sagen. So, Blutsauger. Mal gucken, wie viel es bringt. Bestimmt nicht so viel. Na doch, zwei ungefähr. Ja, aber bringt uns nur eins dazu. Wie, was war, wie, wo, Verwirrung schon wieder weg. Hä? Das finde ich jetzt mal nicht so toll. Superschall. Oh, Mann, 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 Mann. Superschall, bitte. Dankeschön. So. Es verwirrt. Habt ihr selbst? Nein, es verwirrt sich nicht selbst. Ich denke, ich werde aus diesem Kampf mal gehen und Nevosh reinbringen. Denn Nevosh kann hier, denke ich, mehr reißen als unser Zubat. Ja. Aber es hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Wie ein anderes Pokémon, das kapiere ich nicht. Und dann halt selbst verletzt. So hat Topsy gedacht. Oh, oh, oh. Oh, oh, verletzt sich selbst. Ah, oh, schade, das wäre schon der krönende Abschluss gewesen. Oh, ein Volltreffer. Der krönende Abschluss wäre das gewesen. Aber das machen wir dann einfach so. Zack, zack. So, was machen wir hier? Noch ein Topsy. Pokémon wechseln. Ja. Nein. Genau, nein. Denn ich werde mit Nevosh weiterkämpfen. Außer wenn seine Attacken daneben gehen. Dann werde ich ihn irgendwann mal auswechseln. Warum machen die nur Volltreffer bei Nevosh? Was ist denn das? Ja, Nevosh ist halt ein Volltreffer. Schon wieder ein Volltreffer. Wollt ihr mich verarschen? Wenn es jetzt nochmal ein Volltreffer wird. Dankeschön, ich hab schon gedacht. Nevosh wird hier immer gefolltreffertet. Ne? Das Wort gibt's. Gefolltreffertet. So, Havita kommt. Da bleibe ich einfach drinnen, denn Nevosh wird das schon schaukeln. Mit Tackle! Schnabel, aua. Au! Es hat 6 abgezogen. Scheiße. Fuck. Das ist ja jetzt irgendwie blöd. Einmal kann ich noch. Volltreffer bitte nicht. Oh, so. Zum Glück nicht. So. Jetzt wechsle ich auf Crowned. Hoffentlich macht er jetzt nichts Falsches und tut in so einem Crowned hier alles kaputt machen. Volltreffer. Ey, was ist denn das? Kotzt mich langsam an. Wir setzen einen Trank ein für Nevosh. Das finde ich blöd irgendwie. Schnabel. So, nein, nicht in den Beutel, sondern Kampf-Tackle. Er macht wieder Schnabel. Wir haben 10, das heißt, wir machen Tackle und bumm, ist es weg. Das ist jetzt mal ein harter Kampf gegen Habitat. Mann, 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 und wir haben Crown verloren, schade. Ich kenne meine Schwächen. Ja. Nochmal reingehen, nochmal heilen, wieder rausgehen, da lang, denn ich habe ja noch eine ganze Route also was heißt eine ganze Route, eine ganze Strecke vergessen, und zwar die Wasserstrecke. Hier werde ich, wenn ich Crowned, ich glaube, mit Crowned wird es ein bisschen mühsam.
Fabian vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war der Trainer. Wenn nicht, dann ist es halt jetzt scheiße. Hallo? Wow, wegen dir habe ich den Fisch verloren. Warum dann wow? Musst du mich dann nicht beleidigen oder sowas? Na egal. Die Typen hier sind einfach zu nett. Ja, es ist der Trainer, denn dieser Trainer hat meines Wissens nur Carpadore. Carpador, so. Da mache ich Tackle. Und er macht Platscher. Nichts geschieht. Und nein, es passiert nie was. Wenn jetzt ein paar Leute, die es halt nicht kennen, denken, boah, irgendwann haut da hier die Mega-Attacke raus. Nein, Carpador ist ein, wie soll ich sagen, lustiges Pokémon. Denn es kann am Anfang nur Platscher. Ja, es hat miese Werte, also so Verteidigung, Angriff und sowas. Ja. Er erlernt da noch Tackle, glaube ich. Aber sonst hat er nichts. Platscher und Tackle. Und seine Werte sind mies, deswegen. Aber Level 20 bekommt Carpador eine neue Entwicklung. Und diese Entwicklung, ich glaube, da stimmen mir 95% zu, ist richtig, richtig geil. Also, diese Entwicklung, ich sag jetzt nicht welche, aber die geht schon ab. Also, da kann man sagen, oho. Also, es lohnt sich, ein Carpador zu holen. Der Satz hat sich jetzt komisch angehört, egal. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall, denn mit dieser Weiterentwicklung kann man schon einiges reißen, will ich mal so sagen. Es kann viele Attacken erlernen. Es hat ein, wie ich finde, Boden, Normal, Kampf und sowas. Es hat komische zwei Typen. Nämlich Wasserflug. Carpador ist nur Wasser. Und ich bemerke gerade, dass dieses Carpador 15 ist. Ach du Kacke. Alter, 15. Wow. Haha. Volltreffer. Oh, und ich bemerke gerade, dass er schon tackle kann. Dieses Carpador macht uns kaputt. Also fast auf jeden Fall. Es könnte knapp werden. Aber, okay, er macht Platscher. Puh, da sind die Typen doch ein bisschen blöd. Und setzen anstatt, Tackle Platscher ein. Aber gerade ging der Tackle auch daneben, also haben wir auch noch ein bisschen Glück. Also noch mehr Glück als zuvor. Und ja, das war's für Carpador. 63 EP, Nevosh erreicht Level 11. Ja, das ist ganz gut. Und noch ein Carpador. Mal gucken, welches Level das hat. Level 20, ne? Nein. Ach, Level 5, na dann. Brauchen wir genau zwei Tackle. Dann brauchst das. Für Carpador. Carpador. So, schön. 21 GP ist jetzt nicht viel, aber Herrgott. Kann man mal nehmen, ne? Platsch. Nein, Platsch eher. Mama. Hi Bene, wie geht es dir? Ich habe beim Einkauf ein nützliches Item gefunden und habe dieses dekorative Item von deinem Geld her gekauft. Was? Es ist in deinem PC, es wird dir gefallen. Ach so. Ich habe jetzt gedacht, die kauft sich von unserem Geld irgendwelche Sachen für sich. Dann wäre ich mich hingegangen und hätte gesagt, nicht mehr sparen! Aber wenn das so ist, dann kann ich das natürlich verstehen. So, Ground ist dran. Los geht's, Ground. Meine Pokémon? Frisch gefangen. Ich hoffe, du willst mit deinen Pokémon kämpfen und nicht sie mir irgendwie hier verticken und dann hier, ey, guter Fisch, hey, kannst essen, kannst gut essen hier so, ne?
Schön mit Bratkartoffeln und ah, schön. Schöne Soße drüber und ah, muah, lecker, lecker, lecker. Wir machen Superschall. Wow. Der hat Hypnose probiert. Puh, zum Glück ging das nicht. Also hat es keine Wirkung. Hoho. Huhu. Ja, aber Superschall trifft. Ha, Superschall ist besser als Hypnose. Ich finde Hypnose trotzdem geiler. Aber obwohl, bei Verwirren, ja, ist halt diese geile Chance, dass es sich selbst verletzt. Aber es hat halt trotzdem die Chance, trotzdem anzugreifen. Ne? Und trotzdem habe ich im letzten Satz und in diesem sehr oft trotzdem gesagt, ne? Ja. Nein! Wow. Da ist mir mein Herz kurz in die Hose gerutscht. Ja, sowas gibt's. Dass das Herz in die Hose rutschen kann. Und dann am Bein entlang und dann liegt's auf dem Boden neben dem Fuß. Dann denkt man sich nur, what the fuck? Wie ist denn das da hingekommen? So, ja, es hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Das freut nie. Also, nicht. Hey. Blutsauger. Oh, knappe Sache. Aufkommen. Jetzt verletzt sich selbst und dann haben wir's. Aber wie soll sich selbst verletzen, wenn du nicht mehr verliebt bist? Mann, Mann, Mann. Blutsauger. Los, Zubat. Crunch, Entschuldigung. So, Crops Level 8 wurde besiegt von unserem Crown Level 10. Fast Level 11 sogar. So, was kommt jetzt? Oh, noch ein Quapsel. Ja, ja, wir probieren es natürlich. Am Anfang, natürlich unsere normale Taktik wieder, Superschall am Anfang. Nein! Crown schläft tief. Superschall. Quaps, setz Blume ein. Das ist nicht gut. Crown ist aufgewacht. Das ist gut. Es zeigt keine Wirkung. Kampf. Superschall. Aha. Er hätte ja wieder getroffen. Boah, ich hätte schwer ausgehaust. Superschall von Crown. Jawohl. Jawohl. Blutsauger, bitte. Er verletzt sich selbst. Das freut mich. Blutsauger trifft. Zieht bestimmt 50.000 ab. Nee, aber doch ganz viel, ne? Also nicht gerade wenig. Wieder verwirrt. Aufkommen, verwirr dich selbst. Oh. Bei dieser Attacke... Da habe ich immer Angst, wenn diese Attacke überhaupt aufleuchtet, da unten angezeigt wird. Ey, ich denke so... Oh. Mann, Mann, Mann. Dürfen wir auch nicht so einen Schrecken machen, Mann. Reicht es noch? Superschall? Ach komm, machen wir nochmal Superschall. Aber wenn der nicht trifft, bleiben wir bei Blutsauger. Ja. Das hat er jetzt irgendwie nicht so gut getroffen, ne? Das heißt, Blutsauger. Nein! Hört sich bestimmt lustig an. Wenn so ein junger Mann, so ein Typ, irgendwie so die ganze Zeit so macht. Aber das Coole ist, wir haben Quapsel besiegt und die EP können wir dazu nutzen, dem Level Up zu begutachten von Crown. Schöne Sache. Level 11. Angler Ahmed. Der Ahmed. Blatsche? Ah, der eine sagt Blatscher Fragezeichen, der andere sagt Blatscher Ausrufezeichen. So, wir warten hier. Nächstes Mal gehen wir einen Schritt nach rechts und ich hoffe, dass das auch stimmt, dass der Trainer dann so gedackelt kommt. Ja. Also dann, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.